Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, das würde mich auf jeden Fall freuen. Spieltag 33 in der Fußball-Bundesliga steht an. Es ist der vorletzte Spieltag, aber der ist nochmal aufgeteilt. Das heißt, es gibt keine große Konferenz. Ich habe gar keine Konferenz gemacht nächste Woche, aber hoffentlich dann alle neuen Spiele in der Konferenz, wenn nichts verschoben werden sollte. Ist das der Fall? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Los geht's mit Bochum gegen Bielefeld. Den Auftakt in Spieltag 33 machen der VfL Bochum und Arminia Bielefeld. Die Bochumer konnten mit einem überragenden 4 zu 3 bei Borussia Dortmund den Klassenerhalt festmachen. Arminia Bielefeld muss zittern, ist aktuell 17. Und dementsprechend klar waren hier die Vorzeichen der VfL Bochum. Frei von der Leber weg, Bielefeld mächtig unter Druck. Die mussten ja auch vorlegen, ansonsten könnte Stuttgart schon ganz davon ziehen, wenn sie am Sonntag antreten beim FC Bayern. Bochum mit der ersten Chance, Asano setzte den Ball aber deutlich drüber. Trotzdem Bochum spielbestimmend, ja auch lange Zeit extrem heimstark gewesen. Das hatte sich zuletzt etwas verlaufen, aber hier waren sie wieder gut drauf, wollten im letzten Heimspiel der Saison ihrer Mannschaft beziehungsweise ihren Fans nochmal etwas präsentieren und das klappte gut. Holtmann, guter Schuss, tolle Parade von Stefan Ortega, der vermutlich nächstes Jahr nicht in der zweiten Bundesliga spielt, selbst wenn Bielefeld das tun sollte. Kurz vor der Pause aber dann auch mal die Arminia. Okugawa bekommt den Ball von Wimmer. Okugawa legt sich den Ball nochmal rüber. Wird nicht konsequent genug angegriffen, bekommt dann auch den Abschluss. Ziemlich frei. Den setzt er aber knapp drüber. So geht es mit 0 zu 0 in die Pause. Bochum lange Zeit die klar bessere Mannschaft. Kurz vor dem Seitenwechsel hier gesehen kam Bielefeld zumindest mal in den gegnerischen 16er. Halbzeit Nummer 2 dann. Wieder vom VfL Bochum zunächst besser geführt. Der Ball raus zu Polter. Auf der linken Außenposition sieht man ihn auch nicht so häufig. Trotzdem ist er dort, bringt die Flanke. Losia clever zurückgelegt und Rex Bischai testet mal wieder Bielefelds Schlussmann. Richtig gut von Losia gemacht. Rex Bischai ist Linksfuß, das sieht man. So schlecht ist der Schuss hier mit rechts, aber trotzdem nicht. Bielefeld brauchte eigentlich den Sieg. Mit einem Punkt kommt man hier nicht voran und trotzdem machte weiterhin Bochum einzig und allein Betrieb nach vorne. Polter! Das 1 zu 0 mittlerweile überfällig, aber man wiederholt sich tatsächlich, wenn man es zu oft sagt. Aber dass Ortega hier mal wieder der beste Bielefelder Mann ist, das spricht eine klare Sprache. Der anschließende Eckball. Wimmer tritt ihn erstmal raus, aber jetzt bleibt Bochum dran. Leitsch, Polter und Losia. 73. Minute, 1 zu 0 für den VfL Bochum. Vollkommen verdient. Und am Ende auch tatsächlich ausschlaggebend. Bielefeld konnte sich danach nicht mehr aufraffen, verliert und ist damit so gut wie abgestiegen. Bochum holt die nächsten 3 Punkte. Der SC Freiburg befindet sich momentan auf Champions League Kurs. Union Berlin möchte noch europäisch einlaufen, Conference League oder Europa League. Das wäre ihnen im Grunde genommen wahrscheinlich egal. Freiburg aber die bessere Anfangsphase auf der eigenen Seite und so auch das 1 zu 0. Chico Höfler hat hier viel zu viel Platz. Union schaltet zu spät. Vincenzo Grifo macht das 1 zu 0. Union in Rückstand, wie schon beim letzten Spiel gegen Greuther Fürth. Das war ein sehr enttäuschendes 1 zu 1. Da hatte man sich viel mehr vorgenommen. Eigentlich müssen sie dementsprechend heute die 3 Punkte einfahren, aber das wollte ihnen Freiburg überhaupt nicht ermöglichen. Petersen, nächste Chance, 22. Minute. Diesmal Jäckel, der etwas entgegenzusetzen hat. Knoche wäre auch noch dahinter gewesen und Renault, der ja bis zum Saisonende zumindest erstmal die Nummer 1 sein wird, der muss nicht eingreifen.
halbe Stunde gespielt, dann mal eine Standardsituation. Exzellente Freistoßposition. Christopher Trimmel nimmt sich der Sache an und da fehlte nicht allzu viel. Die Mauer bleibt stehen. Der Ball senkt sich, aber 21 Meter Torentfernung, vielleicht etwas zu dicht. Und dementsprechend ging es mit dem 1:0 dann auch erstmal in die Pause. Das war auch verdient. Union Berlin aber hatte zumindest durch diesen Freistoß eine gute Möglichkeit. Der zweite Durchgang, er brauchte lange, um anzulaufen. Und dann war es wieder Freiburg. Grifo nochmal raus zu Günther. Höhler quer zu Eggestein. 2:0 für den SC Freiburg. Von der 16er Linie eiskalt abgezogen. Und jetzt war es ein weiter Weg für die Eisernen. Sie probierten es. Haraguchi quer zu Becker, aber Lienhardt ist dazwischen. Flecken passt auf, klärt zur Sicherheit zum Eckstoß. Da hätte es nochmal heiß werden können. Aber die wenigen Möglichkeiten im Strafraum, die Union hatte, die konnten sie nicht nutzen. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Union hatte sich so langsam dem eigenen Schicksal ergeben. Und so kam nochmal Freiburg. Günther auf Salai. Tolle Direktabnahme und nochmal gut gehalten von Renault. Änderte am Ende aber nichts mehr, denn das Spiel endete mit 2:0. Der SC Freiburg bleibt damit aus eigener Kraft vom letzten Spieltag auf dem Champions League Platz und hat allerbeste Chancen, Geschichte zu schreiben. Der erste FC Köln spielt eine fantastische Saison, nachdem sie im letzten Jahr erst am letzten Spieltag die Relegation erreicht hatten. So können sie in diesem Jahr europäisch einlaufen und zu Gast der VfL Wolfsburg, der sich vor allem auswärts in dieser Saison richtig schwer tut, aber zumindest hier den ersten Abschluss hatte. Und es ist kein Unbekannter hier im Rhein-Energie-Stadion, Yannick Gerhardt mit dem ersten Schuss, der geht ziemlich knapp am Winkel vorbei. Dann aber auch Köln über Gut, der auf Modest, der hat viel Freiräume, legt zurück auf Florian Kainz und Castells ist das erste Mal gefordert nach 14 Spielminuten. Kann den Ball aber doch recht problemlos zur Ecke abwehren. Und Wolfsburg, sie trauten sich etwas nach vorne. Klassenerhalt ist ja sicher, dafür dann in der Defensive etwas sorglos. Nächste Möglichkeit für den ersten FC Köln, Anthony Modest. Trifft aber nur das Außennetz und wird nicht belohnt. Kurz vor der Pause nochmal Wolfsburg über Maximilian Arnold, der zu Gerhard. Der hat zu viel Platz und hat die nächste gute Chance, um nicht zu sagen sehr gute Chance. Das muss eigentlich der Führungstreffer sein, aber Schwebe, eine der Entdeckungen der Saison, hält den Ball und hält damit auch das 0:0 zur Pause erstmal fest. Durchgang 2. Der VfL Wolfsburg war die bessere Mannschaft. Arnold zu Wind. Der verschleppt eigentlich das Tempo, sieht dann aber Xaver Schlager. Stark durchgelassen und wieder Gerhard. Das gibt's doch nicht. Der war richtig motiviert, setzt den Ball hier aber vorbei. Von Kruse noch nicht viel zu sehen, hier auch diese Flanke eher schwach, aber die Wölfe bleiben dran. Arnold aus der Distanz, Schwebe hält, Szene noch heiß, Wind, aber minimal im Abseits. Ja, rückt einen Tick zu spät raus, der Abschuss von Arnold. Wäre er am Tor gelandet, hätte aber selbstverständlich gezählt. Köln nicht mehr gut im zweiten Durchgang. Und Wolfsburg erstaunlich stark. Arnold, starker Pass, Kruse quergelegt. Und jetzt war das Tor da. In der 68. Minute, Lukas Metscher muss nur noch den Fuß hinhalten, setzt den Ball unter die Latte
und sprengt die Party im Rhein-Energie-Stadion, denn danach kam nichts mehr. Wolfsburg gewinnt mit 1:0, sichert sich nochmal 3 Punkte und für Köln ist es ein ganz schöner Rückschlag im Kampf um Europa. Die Spielvereinigung Greuther Fürth möchte sich nochmal verabschieden mit guten Spielzügen, mit vernünftigem Offensivspiel und einer stabilen Verteidigung. Zu Gast der BVB, der enttäuschte beim 3:4 gegen den VfL Bochum, kann man nichts anderes sagen. Und auch hier in Fürth tat man sich doch extrem schwer. Die erste Chance, da war schon fast eine halbe Stunde vergangen, Brand auf Marco Reus. Gut gehalten auch von Linde. Der BVB aber wirkte wirklich so, als wäre der Stecker richtig gezogen. Und auswärts ist ja sowieso hier und da nochmal eine andere Herausforderung. Haaland aus der zweiten Reihe dann kurz vor dem Seitenwechsel nochmal. Die Dortmunder waren schon bemüht und man muss es nicht allzu schlecht reden, weil Greuther Fürth es auch wieder ordentlich machte. Aber es war trotzdem zu wenig von einem Tabellenzweiten, von einem Vizemeister, der noch nicht ganz sicher feststeht, erhofft man sich einfach mehr und das war bis dahin ziemlich wenig. Das sollte nun im zweiten Durchgang viel besser werden und vom Anstoßpunkt weg ging es auch schnell nach vorne. Haaland zu Reus und Linde mit der ersten richtig guten Parade im zweiten Durchgang, ja, hält den Fuß raus und kann Schlimmeres verhindern. Aber Dortmund war dran. Reus mit dem Eckball, getreten auf Akanji. Griesbeck hält den Fuß rein. Szene immer noch heiß. Witzel, Emre Can und Haaland nochmal aus der Distanz. Auch das etwas sinnbildlich. Sie kam nicht so gut direkt vors Tor von Linde. Da war es dann häufig der Schuss aus 18 Metern. Und da ist Linde bislang noch nicht mit zu überwinden. Und einmal trauten sich die Fürther auch nach vorne. Leveling, Gangkamp. Das war auch nicht verkehrt. 70. Minute. Stark mit der Innenseite angenommen. Ansatzlos abgezogen. Marvin Hitz, der in den letzten beiden Spielen 7 Gegentore kassierte, hält bislang die Null. Und die Schlussphase hatte nochmal eine Chance für den BVB parat. Wolf bringt die Flanke. Griesbeck kann ihn klären. Haaland mit dem Kopf und wieder Linde. Die letzte Chance in diesem Spiel von Haaland per Kopf. Linde pariert gut und konnte damit wirklich einen versöhnlichen Abschluss für Fürth herstellen. 0:0 beim letzten Heimspiel gegen den wahrscheinlichen Vizemeister. Das kann sich sehen lassen. Hoffenheim kann Europa noch nicht abhaken, aber es ist nicht so, als würden die Vorzeichen gerade gut stehen. Es gibt kaum eine Mannschaft, die vorm schwächer ist. Vielleicht Bielefeld und Greuther Fürth, aber dann kommt tatsächlich auch schon die TSG. Und Leverkusen will mit einem Sieg auch rechnerisch die Königsklasse sichern. Am letzten Spieltag möchte man es sicherlich nicht im direkten Duell darauf ankommen lassen gegen den SC Freiburg. Und so war es ein guter Beginn von der Bayer-Elf. Baumann mit einem Querschläger, Andrich, Diaby und Asmun. Der findet immer besser rein in den letzten Wochen und zeigt hier seine Klasse im Abschluss. Gut aber auch von Oliver Baumann pariert. Doch der erste Durchgang, er ging ganz klar an Bayer 04 Leverkusen. Nochmal Asmun mit dem Pass auf Diaby. Schick das Auge für Paulinho, der auch direkt abzieht. Starker Volleyschuss. Diese Kombination hätte eigentlich ein Tor verdient gehabt, wenn gleich dieser Ball wahrscheinlich so oder so nur ans Außennetz gegangen wäre. 0:0 nach 45 Minuten. Absolut schmeichelhaft für Hoffenheim. Das war
bislang ein ganz mieser Auftritt. Das wurde im zweiten Durchgang aber besser. Leverkusen wieder offensiv, aber Hoffenheim mit der Umschaltsituation. Kramaric, Baumgartner, toller Pass auf David Raum. Und wenn der den Ball querlegt, dann gibt's häufig ein Tor. So auch hier, Kramaric mit dem 1:0 in der 59. Minute aus dem Nichts. Aber das ist Hoffenheim natürlich egal. Und sie konterten fröhlich weiter. Leverkusen in der Defensive nicht mehr ganz so gut aufgestellt. Waren auch nur noch knapp 10 Minuten zu spielen. Samaseku, was für ein Kopfball. 82. Minute, 2:0 für die TSG. Der passt perfekt in den Winkel. Radetzky kann nichts mehr machen. Und das ist tatsächlich ein ganz schöner Rückschlag für Leverkusen. Und trotzdem kamen sie nochmal über Schick. 90. plus 1. Die Hoffnung war nochmal kurz zurückgekehrt. Aber sie kam nicht mehr nennenswert vors Gehäuse von Oliver Baumann. So endet diese Partie mit 2:1. Erster Durchgang klar an Leverkusen, aber sie verpassen es, die Tore zu schießen. Und so verliert man dann hier. Mit einem Sieg kann die Hertha alles klar machen und den Klassenerhalt aus eigener Kraft einen Spieltag vor Schluss sichern. Mainz 05 schlug zuletzt den FC Bayern München in einem tollen Spiel mit 3:1, also tolles Spiel aus Sicht der Mainzer, das war wunderbarer Fußball. Das letzte Auswärtsspiel war hingegen ein Albtraum und das zieht sich durch die komplette Saison bei Mainz 05. Dementsprechend war die Hertha hier favorisiert, auch die Formkurve, die spricht nicht unbedingt gegen die Hertha. Erste Möglichkeit, Boateng, gehalten aber von Sandner. Die Hertha deutlich besser. Prince auf Serda. Robin Sandner richtig gefordert. So hat Serda bekommt den Ball von Prince Boateng. Und zirkelt den Ball ins lange Eck, aber nicht platziert genug, so dass Mainz Keeper den abwehren kann zur Ecke. Und eine Ecke gucken wir uns auch hier an. Prince Boateng scheitert noch an Aaron. Die Szene aber weiterhin heiß. Selke kommt auch nicht durch. Aber die Hertha bleibt dran. Serda, Selke. Irgendwie der Ball zu Kevin Prince. Boateng bekommt den Ball hier von dem Mainzer aufgelegt. Er schaltet schnell. Hält die Innenseite hin und macht das 1:0. Das zu diesem Zeitpunkt natürlich verdient war. Mainz zeigte leider wieder das Auswärtsgesicht. Die Hertha aber freute es. Durchgang 2. Mainz musste mutiger werden und das wurden sie zunächst auch. Aaron Martin auf Onisivo. Aber Boyata diesmal dazwischen. Mit dem Spann klärt er den Ball vor Lotka. Und ja, die Causa Lotka ist in Berlin sicherlich noch nicht beendet. Und wieder Mainz mit Barrero Martins. Der zentrale Mittelfeldmann mal mit nach vorne durchgestoßen. Trifft den Ball nicht optimal, wird danach auch noch abgeräumt. Wurde aber nicht mehr geahndet. Die Hertha fing sich dann aber wieder und spielte eine souveräne Schlussphase. Mainz kam nicht mehr wirklich nach vorne. Hingegen die Hertha mit der Möglichkeit zur Entscheidung durch Davy Selke. In Minute 78 hätte es eigentlich sein müssen. Und ja, Davy Selke hätte hier zum ganz großen Helden werden können. Und trotzdem reichte es. Die Hertha gewinnt mit 1:0, feiert den Klassenerhalt und Mainz verliert. Mal wieder auswärts. Wie ist die Ausgangslage Frankfurt gegen Gladbach zu bewerten? Wenn es für beide Mannschaften um absolut nichts mehr geht, für Hütter sicherlich ein spezielles Spiel hier gegen seinen Ex-Club anzutreten und es ging ganz mies los. 20. Minute 1:0 für Eintracht Frankfurt und auch
Für Frankfurt ist es aus der Perspektive gegen den Ex-Trainer natürlich eine besondere Partie. Da möchte man irgendwie zeigen, guck mal, es kann auch gut ohne dich laufen. Und so war Frankfurt hier hochmotiviert in die Haarspitzen trotz des europäischen Auftritts noch am Donnerstag. Nach dem 1:0 durch Boré fand dann aber auch Borussia Mönchengladbach endlich statt und hatte die erste gute Chance durch Florian Neuhaus, aber Kevin Trapp ist rechtzeitig am Boden. Was zunächst ein gemütlicher Sonntagskick war, wurde zu einem besseren Fußballspiel. 37. Minute, man sah hier und da doch nette Kombinationen, die man sich gut anschauen konnte. Vernünftige Abschlüsse und noch bessere Paraden. Wieder Kevin Trapp. Doch Gladbach nochmal wie von der Tarantel gestochen, vor der Pause nach vorne. Netz, Player, Hofmann, Embolo, abgefälscht der Ball von Hinteregger, vor die Füße von Hofmann geprallt und Jonas Hofmann ist momentan bei Borussia Mönchengladbach wohl der formstärkste gemeinsam mit Jan Sommer. Das hat er hier einfach eiskalt und abgezockt gemacht. Stellt den 1:1 Pausenstand her. Durchgang 2. Frankfurt wieder mit gutem Beginn. Und das muss man sich gleich in der Wiederholung nochmal anschauen. Gibril so nicht im Abseits und den vorbeizusetzen aus der Distanz völlig freistehend, das tut schon weh. Dann mal wieder Borussia Mönchengladbach. Jonas Hofmann, Embolo, Plea. Auch das muss eigentlich ein Tor sein. Aber er trifft nur den Außenpfosten. Es hätte auch schon 2-2, 3-3 vielleicht stehen können. Blieb aber erstmal nach wie vor bei dem 1:1. Das Unentschieden ging schon klar. Kein Team konnte so wirklich auf sich nochmal ganz aufmerksam machen. Außer in der 79. Minute, da kam Frankfurt nochmal. Boré wird aber seinen Doppelpack verwehrt. Jan Sommer mit der Parade und so blieb es beim 1:1 verdient. Geht für beide auch so in Ordnung und beide werden auch damit leben können. Der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Auf dem Papier klare Vorzeichen. Der FC Bayern München hat Wiedergutmachung zu betreiben nach dem Auftritt gegen starke Mainzer. Der VfB Stuttgart braucht unbedingt 3 Punkte für den Klassenerhalt, um die Relegation zumindest zu sichern. Und hatte auch die erste gute Möglichkeit. Da waren schon 23 Minuten gespielt. Omar Mamouche mit der besten und ja auch nahezu einzigen Möglichkeit im ersten Abschnitt. Nicht viel los, ist noch untertrieben, kein Torschuss. Da braucht man nämlich nur Lewandowski hervorzuheben. Der FC Bayern München im ersten Abschnitt nicht wirklich auf dem Platz. Defensiv standen die weitestgehend gut, aber nach vorne ging wirklich so gut wie gar nichts. Tote Hose, 7 Torschüsse auch nur gegen Mainz. Da schlossen sie hier ein bisschen dran an. Es wurde besser und es musste auch besser werden. In Durchgang 2, 58. Minute, der erste konstruktive und beendete Spielzug. Der führte direkt mal zu einem gefährlichen Torschuss. Florian Müller kann den Ball aber halten. Der FC Bayern München wachte erst knapp 20 Minuten vor dem Ende so richtig auf und Stuttgart fing an zu schlafen. Riesenabwehrbock. Gnabry, der Ball wird ihm perfekt serviert. Etwas zu unplatziert, dieser stramme Linksschuss. Und Müller fragt sich und seine Verteidiger, was macht ihr denn da eigentlich? Der anschließende Eckball. Kimmich auf Gnabry. Hat da auch viel Platz. Sieht Müller, der an seinem Namensvetter scheitert, Thomas Müller mit dem Schuss, Florian Müller mit der Parade. Der wäre auch deutlich
vorbeigegangen. Bayern wollte es nochmal wissen und hier am Ende knapp gewinnen und hatte die letzte gute Chance durch Lewandowski. Aber wieder Müller, toll aufgelegt an diesem Sonntag, Spätnachmittag, hält seiner Mannschaft das 0:0 fest. So richtig weit kommt man damit nicht. Der FC Bayern mit dem Ergebnis sicherlich enttäuscht. Am Ende war es spielerisch zumindest gut und Stuttgart muss zittern bis zum letzten Spieltag. Zum Abschluss des 33. Spieltags hat RB Leipzig die Möglichkeit, Freiburg und Leverkusen unter Druck zu setzen, da sich die beiden Mannschaften gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ja, könnten sie vielleicht davon profitieren, aber erstmal die eigenen Hausaufgaben machen und bereits in der 5. Minute war der Grundstein gelegt. Augsburg lässt sich auskontern gegen Leipzig. Nkunku mit dem Außenriss vorbei an Gikiewicz und gegen Leipzig willst du wirklich nicht mit 1:0 hinten liegen. Will man sowieso nicht, aber erst recht nicht gegen RB. Und dann dieses Traumtor von Kevin Campbell in der 28. Minute. Ein Querschläger nach einem Freistoß. Dann holt er sich den Ball von Oxford ab und setzt den Ball rein. Klare Verhältnisse also hier. Augsburg hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. Aber so ganz müssen sie sich ja auch nicht gehen lassen. Im ersten Durchgang war es jedoch eine Machtdemonstration und zeigt ganz klar, dass Leipzig berechtigte Ansprüche auf die Champions League hat. 2:0 nach 45 Minuten hätte auch durchaus noch etwas höher ausfallen können. Augsburg nach vorne, unsichtbar. Und auch im zweiten Durchgang zog sich das erstmal so weiter durch. André Silva, der ja schon in Ansätzen dieser Saison gezeigt hat, dass er eine gute Klasse hat, aber doch immer wieder glücklos wirkte in einigen Spielen. Hier setzt er den Ball drüber. Und dann kam der FC Augsburg mal nach vorne. Gulaschi hat den Ball eigentlich, wirft ihn aber in die Füße von Grueso. Der sieht Gregoric, einmal rübergelegt. Vargas, nur noch 2:1. 61. Minute, wie aus dem Nichts, die Fuggerstädter wieder da. Das hatte sich aber Leipzig durch Gulaschi selbst zuzuschreiben. Und der FCA kam auch zur nächsten Möglichkeit. Grueso, Hahn in Minute 67 nochmal eine Top-Chance. Gulaschi hält, klärt zur Ecke, aus der nichts mehr resultierte. Und mehr kam auch nicht. Leipzig wollte nicht mehr, Augsburg konnte nicht mehr. Es endet mit 2:1. Für Leipzig die perfekte Ausgangslage vor dem letzten Spieltag. Jo, hier seht ihr die Ergebnisse der Prognose und die dazugehörige Tabelle im Überblick. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn das der Fall ist, bleibt gesund. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Wünsche euch noch eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Habe ich schon gesagt, trotzdem doppelt hält besser. Bis dann, haut rein und adios.